gemacht, aber das wird gleich der Fall sein. Ja, Haru Saint-Pierre darf man nicht verwechseln mit Saint-Pierre in Miquelon, wo wir vorgestern waren, in einer kleinen Insel. Haru Saint-Pierre ist ein großer Hafen wieder in der Provinz Quebec. Wir sind leider wieder auf dem Rückweg nach Montreal. Und alles, was wir heute hier erleben können, wir machen einen organisierten Ausflug zur Isla Piscau. Das zeige ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! Noch ein bisschen was Zeit, denn erst um 13.15 Uhr geht unser Ausflug hier los. Und jetzt erkunden wir noch was das kleine Städtchen, setzen uns leicht irgendwo hin und schauen, was es hier alles so zu erleben gibt. Wir sind im Moment hier, Haru Saint-Pierre. Und das ist die Touristeninformation. Hier kann man auch individuell Touren buchen. Allerdings sind alle ausgebucht. Wenn ein Kreuzfahrtschiff hier vor Anker liegt, ist es problematisch, das auf eigene Faust zu machen. Direkt an der Tourist Information kann man sich auch Fahrräder ausleihen. Die kosten 30 kanadische Dollar den ganzen Tag. Da alles flach ist, braucht man keine Gangschaltung. Die haben einen Rücktritt. Im Boot sehen wir die Fischer, die gerade hier den Fisch herbringen, den wir dann nachher hoffentlich in einem Restaurant speisen können, denn der soll wirklich sehr gut sein, vor allem auch die Jakobsmuscheln hier. Schaut mal, was ich hier Leckeres habe. Ich habe hier eine Muschel, da hätte ich jetzt richtig Lust drauf, die zu vernaschen. Aber leider ist nichts drin. Ja, wir sind hier am wunderschönen Sandstrand und ja, da hinten schwimmt ein Bötchen. Ich hätte jetzt richtig Lust, da hier was in der Natur zu entdecken. Es gibt auch die Möglichkeit, Kajaktouren hier zu machen. Das ist hier der Strand von Saint-Pierre, Kilometer lang. Ja, das sind diese Kanus, mit denen die Leute hier so ein Türchen machen. Wunderbar. Was hat der typische Kanadier in seinem Garten? Zwei Quads, Quad ein Wohnmobil, dann ein Schneemobil, eine Ladefläche eines Pickups und ein Boot. Also ein Skido ist das da hinten, ne? Dann haben wir hier die Ladefläche eines Pickups, ein Boot und einen Gasgrill. Natürlich. Und diese hübschen Holzhäuschen hier. Falls ihr hier Haru Saint-Pierre mal nicht mit dem Kreuzfahrtschiff anlaufen solltet, sondern euch hier mal selber ein Häuschen mieten wollt, da gibt es hier ganz tolle Möglichkeiten. Zum Beispiel hier von Aubergenia Piscau ist mir schon aufgefallen, stehen hier ganz viele Häuschen, die man alle mieten kann. Die liegen so um die 150 kanadische Dollar pro Tag. Meistens können da 4 bis 6 Leute drin nächtigen. Kirche, unser Schiffhotel, ein Motel. Das sind schon fast die Attraktionen der Innenstadt von Haru Saint-Pierre. Also ihr merkt, das ist alles sehr überschaubar hier. Ihr müsst unbedingt einen Ausflug gebucht haben. Ihr müsst in diesen Nationalpark auf die vorgelagerten Inseln fahren. Hier gibt es wirklich nicht viel zu erkunden. Aber die guten Restaurants, die versuchen wir jetzt für euch ausfindig zu machen. Also ich denke, für die Einheimischen ist das immer die größte Attraktion, wenn ihr ein, zwei Mal im Monat ein Kreuzfahrtschiff anlegt. Heute Morgen beim Anlegen standen alle ganz, ganz aufgeregt, haben hochgeschaut, haben Bilder gemacht. Alle Einheimischen, bestimmt 150 Mann, haben da beim Anlegen zugeguckt. Also wir sind hier sehr willkommen, das kann man schon sagen. Wir sind jetzt hier im Souvenirshop
Und wie wir sehen können, sind hier Papageientaucher. Die hausen wohl auf den vorgelagerten Inseln draußen, wie zum Beispiel Il Niapisco oder Il Grand. Und vielleicht sehen wir heute welche, wenn wir nachher mit dem Boot bei unserem Ausflug rausfahren. Ja, und wenn man keinen sieht, dann kann man sich natürlich hier so einen hölzernen Papageientaucher, sieht nach Handmade aus, als Andenken trotzdem mit nach Hause nehmen. Ja, und jetzt denkt ihr, was das hier Besonderes ist. Also, das Besondere an diesem Motorrad ist, dass es ein Kindermotorrad ist. Ihr seht, es ist für Kinder gemacht. Das ist gerade mal hier so einen Meter lang und hier so 20, 30 Zentimeter hoch. Also, es ist für Kinder tatsächlich. Also, ein Nummernschild hat es nicht. In Deutschland durfte natürlich keiner damit fahren, außer auf dem Privatgrundstück. Ja, klar. Ich sehe auch die Kette da. Richtig. Aber da stimmt irgendwas nicht mit, oder? Ich weiß nicht, das ist ein Kettenspanner. Ja, das kann sein. Interessant. Oh, jetzt kommt mal was Richtiges. Man merkt direkt den Größenunterschied. Ja. Also die Motorradliebhaber unter euch, die sind ja auch im Paradies, denn hier gibt es ganz viele solche schönen Harleys. Also ich würde irgendwann mal gerne auch mal mit so einer Harley durch Nordamerika fahren. Leider habe ich keinen Motorradführerschein. Ja, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das sieht ja aus wie das Cockpit von einem Auto hier, richtig breit. Das ist eine Honda Goldwing. Das Design gefällt mir super gut. Ist auch was richtig Großes. Hat auch eine eingebaute Stereoanlage, wie man sieht. Oh ja. Und die letzte Harley. Wir sind hier auf einem Parkplatz von einem Motel. Und das ist jetzt schon das vierte Motorrad, das wir hier sehen. Das ist eine etwas kleinere Harley, eine rote. Ist auch nur für eine Person gedacht, da sie keinen Sozius-Sitz hinten hat. Ist aber auch sehr schön. Schön metallic rot. Das ist das zugehörige Motel. Unser Video ist heute sehr automobillastig. Hier sehen wir einen Charger, beziehungsweise das Modell ist ein Charger. Die Marke weiß ich gar nicht, ist aber ein sehr schönes Auto hier. Vor allem mit dieser Schnittkante erinnert mich das an eine Motorjacht. Die gefällt mir super, Das Auto. Also von innen top restauriert. Ja. So einen dreieckigen Stern im Lenkrad. Vielleicht schreibt ihr in einen Kommentar rein, was das für ein Autotyp ist. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ein Buick. Von hinten sieht ja auch cool aus. Ja. Modell Charger, Fuel, was sonst? Charger RT. Wow, und schaut euch mal die Auspuffanlage an. Guck mal. Da hinten sehen wir den Fisch für die Restaurants. Der wird da gerade rein oder rausgebracht, den frischen Fisch. Und hier haben wir zweimal 115 PS an diesem kleinen Fischerboot. Ein Yamaha-Motor, hier schöner Außenborder mit einer schönen Schiffsschraube. Cool. So, nun unser Nachmittagsprogramm. Wir waren gerade lecker an Bord Mittagessen, weil wir kein ordentliches Restaurant gefunden haben. Jetzt gehen wir auf die Il Niapisco, Tochter des Meeres, schauen uns die größte Sandsteinfelsformation an der Umgebung, die es hier gibt. Und nachher gehen wir in eine schöne kleine Sportsbar, direkt vis-à-vis vom Schiff. Dort gibt es Biere der kleinen Mikrobrauereien, die wir dann für euch probieren werden. Mal, wer da ist. Hey! Hallo! Na, alles gut? Es geht los. Was geht los? Ja, unsere Tour geht los. Auf die Pisco. Genau. Auf die Bad Pisco. Jawohl, ey, geil. Ja. Tochter des Meeres. Hat den Sand mitgenommen. Ja, ich hab Sand mitgenommen. Cool. Aber der ist voll groß. Deko-Sand. Frauen brauchen zu Hause immer Deko-Sand. Vielleicht kennt das ja jeder bei YouTube, aber Frauen brauchen immer Deko-Sand zu Hause. Nein, ich hab... Jeder Mann, der hier zuschaut, der kennt mich, ey. Jeder Strand, an dem ich bin, nehme ich so eine Probe mit. So eine ganz kleine Tour. Ja, cool. Jetzt habe ich schon 50 davon zu Hause. So, ja, man sieht sich, ja? Tschüss! Das war noch übrigens nochmal unser DJ, der DJ Patrick und die Gastgeberin Teens, glaube ich, oder? Genau. Ja, jetzt gehen wir da der Gruppe mal hinterher und schauen mal, wo wir hingehen. Ich denke direkt zum Boot. We'll be right back.
wo sind wir eigentlich hier? Wie gesagt, im Mingong Nationalpark. Wir sind hier von Havre Saint-Pierre losgefahren, an der Phantominsel vorbei und Île Napiscau, da befinden wir uns jetzt hier an der Ostküste. Hier haben wir nicht die meisten Sandsteinformationen, aber die größten. Deswegen sind wir heute hier hingegangen. Und ihr seht hinten so etwa den Größenvergleich. Die sind so 15, 16, 17 Meter hoch. Die Insel heißt Mutter des Meeres und das ist die Mama, die größte Formation links unserer Reisegruppe. Hört ihr es? Wahrscheinlich nicht. Es ist so ruhig hier. Wir sind jetzt mal abseits von der Reisegruppe gegangen. Die steht da hinten und wir sind jetzt hier zu diesem wunderschönen Felsengang und genießen hier die Stille. So habe ich mir Kanada immer vorgestellt. Völlige Einsamkeit. Kein Mensch. Traumhaft. Werdet ihr euch fragen, warum bewege ich mich die ganze Zeit? Und alle von der AIDA-Crew, die mit auf dieser Insel sind, haben lange Hosen an. Ihr habt vielleicht gerade gemerkt, dass es ein bisschen was gewackelt hat. Auch die Kameraführung ist jetzt unruhig. Hier sind etwa fliegengroße Insekten und die beißen euch. Unser Tipp für euch, wollt ihr diese herrliche Einsamkeit, diese traumhafte Landschaft erleben, zieht eine lange Hose an. Es wird einfacher für euch. Überall solche schönen Meeresfrüchte und wir haben hier zum Beispiel die Seegurke. Da würde ich gleich am liebsten mal probieren, aber die kann man soll hier nichts essen und so. Ja, also das ist schon essbar, ne? Aber in Japan bestimmt. Ja. Also sieht die aus, ist leicht schleimig, aber relativ robust. Und ganz klares Wasser hier, wunderbar. Richtig. Unser Tipp an euch, während die anderen Touris ins Biozän, Oligozän, Pleistozän, Miozän und so weiter hinten eingeführt werden, geht ein bisschen was alleine am Strand entlang. Wunderschön, diese Stille und Weite der Landschaft zu genießen. So, jetzt sind die Touris weg. Jetzt zeigen wir euch die schönen Sandsteinfelsen. So, nach einer Stunde und 15 Minuten Aufenthalt geht es jetzt wieder zurück zum Schiff. Die Fahrt dauert so etwa eine halbe Stunde jetzt. Na, wer begrüßt uns denn hier? Papageientaucher. Also, das war jetzt auch schon mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Jetzt wollte ich noch was über unseren schönen Ausflug heute erzählen. Also die Bootsfahrt hat sich sehr gelohnt mit dem Besuch auf der Insel Île Napiscau, oder wie hieß sie, Papa? Napiascu? Napiascu, ja, es hat sich sehr gelohnt. Macht das auf jeden Fall, wenn ihr mal die Einsamkeit hier von Kanada genießen wollt, wenn ihr mal ganz alleine sein wollt, dann macht das einfach mal zum Abschalten. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Möchtest du noch was sagen, Papa? Ja, wir sitzen jetzt hier in dem Pub, in der Kneipe direkt gegenüber vom Schiff und wir trinken noch eine Kleinigkeit. Ein Bier nach belgischer Art gebraut, wurde uns hier sehr empfohlen. Es schmeckt ganz ausgezeichnet.